So, wir sind jetzt die vierte und fünfte Seillänge unterwegs. Es wird ein Eingehen. Und ich hoffe, dass da hinten ein gescheiter Haken kommt. Dann machen wir es dann. Das ist hier ein ganz gutes Bild. Jetzt heute ganz straff wie so, auf der Hallenwand. Jetzt geht's durch. Und da ist dann wieder oben. Schön, Gott sei Dank, ne? Hast du das jetzt ungefähr gesehen? Ja, ein bisschen. Du musst dann schauen, dass du echt zum Schluss. Und da ist dann wieder gemütliches Gelände. Aber wenn mit Hub da oben ist, kein Problem. Aber ich hab's dann auch gerade geachtet und alles. Eben. So, ich wäre ja in die Haken greift, fällt mir gerade ein. Ich tue mir nichts an mit den 5 plus. Ja, recht gut. Ich lasse die vorgehen, dann brauchst du nicht abbauen. Ja, das ist egal. Letzte Seillänge 30 Grad. Meine Lieblingsstelle. Das letzte Kamel und jetzt geht's da noch auf den Hang. Am Ausstieg des Draschgrades nach der letzten Seillänge. Ich hänge da im Hängestand und Wolfgang und Christian werden sich jetzt noch abplagen, weil die schwierigste Stelle liegt noch vor ihnen und wir werden schauen, wie es ihnen gelingt. Der Ausstieg da vom Draschgrad ist wunderschön, der Stand ist luftig und macht sehr viel Spaß da. Landschaft ist traumhaft. Wetter perfekt. Super schön. Aha, da machst du nur einen Hängel, das ist gescheit, ja? Ja, muss ich ja. Spannend ist, gell, das Vieh. So, jetzt hänge ich in den Felsenhänkel. So, das war mal Nummer 1. So, ich bin gerettet. Sehr gut.
Einen Haken hast du noch über dir. Sehr gut. So, also ohne Haken hätte ich es niemals geschafft. Und wahrscheinlich auch das andere nicht, das leichtere. Das habe ich schon gemerkt. Wolfgang macht eine Pause, er hängt gerade in der Haupttürigkeit und braucht ein bisschen Ruhe. Gibt mir Gelegenheit ein bisschen zu filmen. Der Unterhalb von der Nase hängt da. Es geht ihm nicht viel besser wie mir. Ich hänge da. Wir stehen an einem Ausstieg, der sensationell ist. Unter uns der Wald. Über uns der Wald. Über uns. Genau. Das kennt man sicher finden im Schwarzgraben.